Hallo, hier ist wieder Gelikok und heute mache ich eines der Essen, was ich am meisten bis jetzt gemacht habe, und zwar Bolognese-Soße. Sie ist so vielseitig verwendbar, natürlich mit Spaghetti, der Klassiker. Man kann natürlich daraus auch Nudelauflauf machen oder eine Lasagne. Man kann sie einfrieren, man kann einfach so viel damit machen, Fraps, weiß der Kuckuck was. Wir machen jetzt eine Bolognese und ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Kommt mal mit. Für meine Bolognese-Soße habe ich 1 Kilo Rinderhackfleisch. Das habe ich frisch beim Metzger heute geholt, am gleichen Tag immer verwenden. Wenn ihr abgepacktes Hackfleisch holt, ist es manchmal länger haltbar, also darauf achten nochmal. Dann habe ich hier 3 Paprikaschoten, die könnten jetzt auch bunt sein, das ist egal. Dann habe ich hier Stangensellerie, man kann aber auch ganz normalen Knollensellerie nehmen, wie vom Suppengemüse. Es schmeckt beides gut, also ich koche es jedenfalls mit beiden, es ist egal, ich habe jetzt den da gehabt. Dann brauchen wir passierte Tomaten. Ich habe jetzt hier 2 Liter vorbereitet. Dann optional einen Schuss Rotwein. Ich habe Merlot oder einen Chianti. Muss aber auch nicht sein. Man kann auch Traubensaft nehmen oder man lässt es weg. Dann noch Ketchup-Reste. Eignen sich auch immer sehr gut, um Flaschen auszuspülen. 1 Liter Fleischbrühe. Dann natürlich nachher etwas Parmesan, frisch gerieben. Das ist, finde ich, immer sehr wichtig. Dann habe ich hier etwa 5 Karotten. 2 Gemüsezwiebeln oder ihr könnt 4 normale nehmen, 1 ganze Knoblauchknolle, wir mögen gerne Knoblauch. Und hier habe ich noch ein Kräutersträußchen mit Rosmarin, Thymian und frischem Lorbeerblatt. Muss aber auch nicht sein. Dazu sowieso die ganz normalen Gewürze, Oregano oder Kräuter der Provence, Majoran, Pizzagewürz, Salz, Pfeffer und so weiter. Etwas Olivenöl und dann zeige ich euch jetzt noch die Töpfe, die wir brauchen. Und hier habe ich meine Töpfe. Einen großen Topf, wo wir natürlich die Soße drin kochen. Und dann habe ich hier eine Bratpfanne mit einem etwas höheren Rand, wo ich mein Hackfleisch schon mal gleich anbrate und setze jetzt schon mal mein Suppengemüse auf. Jetzt fange ich schon mal an, mein Zeug zu schnippeln und zu schälen. In der Zeit habe ich jetzt die Karotten geschält und die großen habe ich geviertelt und die kleinen halbiert. Dann habe ich meinen Knoblauch schon mal gehackt, den Staudensellerie einfach geschnitten und wo es dick wird, einfach auch halbiert, dass ich halbe Ringe gemacht habe und die Zwiebeln auch so in Würfel. Und jetzt fangen wir nicht mit den Zwiebeln an wie sonst, sondern diesmal fangen wir mit dem Suppengemüse an und tun das jetzt in den Topf. Allerdings mache ich noch ein bisschen Olivenöl dazu. So, den Topf habe ich auf etwa mittlerer Hitze, damit mir das Gemüse nicht gleich verbrennt, je nach Topfart. Nun zu den Karotten gebe ich jetzt den Sellerie hinzu. Wenn ihr Knollensellerie habt, ist auch kein Problem. Wie gesagt, das schmeckt genauso. Oder vielleicht, weiß nicht, ob es besser schmeckt. Jedenfalls würde der jetzt auch hinzukommen und das Gemüse etwas anschwitzen, dass es schon mal schön Farbe annimmt. Und in der gleichen Zeit heizen wir jetzt schon die Pfanne hoch auf etwas höhere Temperatur, um das Hackfleisch anzubraten. Das Hackfleisch hat genug Fett. Da wir eine beschichtete Pfanne haben, lasse ich das Öl einfach weg. Das Hackfleisch hat schon gut Farbe angenommen. Jetzt ist es Zeit, den gehackten Knoblauch hinzuzufügen. Wenn ihr es natürlich schärfer mögt, könnt ihr da gerne auch Peperoni reinmachen. Das schwenke ich gerade so ein bisschen mit durch. Und jetzt riecht das richtig schön. Und beim Gemüse geht es jetzt auch weiter. Das Gemüse ist gut glasig. Jetzt kommt meine Fleischbrühe hinzu. 1 Liter Fleischbrühe. Und das Ganze lassen wir jetzt aufkochen und nehmen den Deckel drauf. Dass die Soße intensiver ist, kippe ich einfach ein bisschen Wein rein. Es reichen 100 Milliliter, wenn überhaupt. Ein kleiner Schuss reicht schon. Und dann etwas verkochen lassen.
Ich habe jetzt das Gemüse in der Fleischbrühe etwa 5 Minuten noch mal köcheln lassen, dass es etwas weicher wird. Und jetzt nehme ich meine Tomatensauce und tue die Tomatensauce hinzufügen. Allerdings ein bisschen in Etappen, es sollte nicht zu sehr abkühlen. Sonst kühlt das Gemüse aus und wird dann nicht gar. Also den Topf hochdrehen, Tomatensauce rein, Deckel drauf und gleich den Rest reinmachen. Dann geht's schon weiter. Ich nehme erst 1 Liter, weil jetzt kommt das Hackfleisch hinzu, sonst spritzt das zu sehr. Das Hackfleisch hat auch jetzt den Wein aufgenommen und kommt jetzt auch hinzu. In der gleichen Pfanne braten wir jetzt die Zwiebeln an. Aber in der Zeit kann das schon mal vor sich hin kochen und ab jetzt zählt auch die Zeit, die man die Soße kochen lässt. Sollte ab jetzt etwa mindestens 1 Stunde sein und man kann nach und nach die anderen Sachen hinzufügen. Manche kochen sie auch 3 Stunden oder 4 Stunden. Das kann jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit er hat. Ich habe etwas Olivenöl in die gleiche Pfanne wie das Hackfleisch eben und jetzt gebe ich meine Zwiebel hinzu. Leere Ketchupflaschen hebe ich immer auf und dann kann man die schön ausleeren und noch mal gegebenenfalls mit ein bisschen Wasser nachspülen. Einfach Wasser rein, schütteln, gut zumachen, sonst habt ihr echt ein Problem mit eurer Wand. Und dann kann man schön nochmal den Ketchup ausspülen. So, zudem können wir jetzt das schon würzen. Ich nehme einmal das Kräutersträußchen, tue es hinein. Etwas Majoran, so ein Esslöffel vielleicht, bisschen weniger. Oregano kann auch ein gestrichener Esslöffel sein. Dann habe ich hier so ein bisschen Pizzagewürz noch. Kann man auch ein bisschen reinmachen. Und ein bisschen Pfeffer noch. Und noch ein paar Kräuter der Provence. Was ihr halt mögt an Gewürzen. Und wenn das jetzt schon am Kochen ist, kann auch schon die zweite Tomatensauce rein. Je nach wie dick ihr es haben wollt, müsst ihr keine 2 Liter Tomaten, passierte Tomaten nehmen. 1 reicht auch, aber wenn wir Lasagne zum Beispiel draus machen wollen, dann kann man gut das noch verwenden oder ihr füllt es später dazu. Jetzt das Ganze noch mal rumrühren, den Deckel drauf und wieder aufkochen lassen, dass es dann leicht köchelt. Und immer schön nach den Zwiebeln gucken. Die Zwiebeln haben mittlerweile eine schöne Farbe angenommen. Die fügen wir jetzt natürlich auch zum Bolognese-Topf hinzu. Und last but not least werden wir jetzt noch die Paprika auch noch in der gleichen Pfanne auch noch mal anbraten und dann das gleiche Spiel noch mal von vorne. Schön rumrühren, schön achten, dass es schön kocht. Jetzt brate ich die Paprika auch noch in der gleichen Pfanne an. Etwas Olivenöl rein. So, das köchelt schön vor sich hin.
Die Paprika ist soweit auch schön glasig, leicht angebräunt. Die füge ich jetzt auch hinzu. Somit ist jetzt meine letzte Zutat drin. Und ja, jetzt können wir den Deckel drauf machen, lassen das noch ein bisschen köcheln, je nachdem, wie lange ihr das wollt. Ich lasse jetzt noch eine halbe Stunde drauf und setze dann in Ruhe meine Spaghetti auf. Den Käse habe ich auch schon gerieben. Ja, und dann geht's gleich los. So, mein Spaghetti-Wasser ist hier aufgesetzt. Die Spaghettis kochen. Jetzt geht's gleich los. Jetzt muss ich mein Kräutersträußchen noch entfernen, weil nicht, dass wir das vergessen. Das wollen wir ja nicht mitessen. Falls irgendwas davon rausgefallen ist, dann nochmal suchen. So. Und ja, das hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gekocht. Wie gesagt, ihr könnt es auch länger kochen. Manche kochen es 3 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ist. Und ich freue mich jetzt aufs Essen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Gelikook.